Wir werden dieses arme Land von der Seuche des Kommunismus befreien. Wobei, zumindest wurden sie von diesem demokratischen Unfug verschont. Aber genug geredet. Wir müssen den letzten russischen Gegenangriff abwehren.
Und wieder haben wir ein großes Reich in Schutt und Asche gelegt. Die Welt macht sich gerne über uns Deutsche und unsere sorgfältigen Planungen lustig. Aber jetzt lacht niemand mehr. Dafür sorgt auch die Gestapo.